zwischen Kur und Wallenstadt. Heimwärts wandert ein Soldat. Ein hübscher Ort, hier möchte ich schon bleiben. Müsst ich nicht dies Soldatenhandwerk treiben? Gebt mir die Geige! Nein! Tausch sie für dieses Buch. Ihr schlagt es auf und was ihr wollt, zieht ihr daraus hervor. Wertschriften, Noten, Gold. Das Buch ist dein, die Geige mein. Satan, Satan, du hast mich betrogen, mich schändlich betrogen und belogen. Wie mach ich's nur, dir zu entrinnen? Wie mach ich's nur? Steht's etwa da drinnen? O Buch, sagt er zum Buch, sag mir geschwind, wie machen's die anderen, dass sie glücklich sind? Kann man die Fassung so komplett verlieren, um eine kleine Geige derart lamentieren? Der König lässt verkünden, die Tochter jenem zu verbünden, der sie von ihrer Krankheit heile. Denn, ach, schon eine gute Weile schläft sie nicht mehr, isst sie nicht mehr und spricht kein Wort. Den Soldat fasst Mitleid. Was sagt ihr Karten? Ist's ein Scherz? Herz 10, Herz 7, nichts als Herz, Herz Dame. Indes, mein Freund, ich kam zuvor und du zu spät. So sieh dich vor. Spielt ihr? Was denn? Ein Spielchen bloß um Geld. Und ob, mein Freund, ganz wie es euch gefällt. Pik Ass! Pik Ass! Und du? Herz Dame. Man soll zu dem, was man besitzt, begehren nicht, was früher war. Man kann zugleich nicht der sein, der man ist und der man war.